Ich darf euch ganz herzlich aus dem Nexus begrüßen. In schwierige Zeiten wie die, wo die Kultur, die Gastronomie und sehr viel anderes zuhört, haben wir uns überlegt, mit was könnte man euch eine Freude machen, und haben uns gedacht, ganz bestimmt mit was Lustiges, weil ich denke, gerade in Zeiten wie die sollte man einen Humor nicht verlieren. Und haben ganz spontan an Mike Supancic angerufen und haben gesagt, hey Mike, hast nicht Lust, vorbeikommen auf eine Aufzeichnung und danach auf einen Schwänzbraten? Und der Mike hat sich total gefreut, weil dem ist natürlich auch langweilig, genauso wie uns. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir freuen uns schon wieder auf euch, wo wir endlich wieder aufhaben. Und wenn ihr alle wieder da seid, viel Spaß mit Mike Supancic. Seit gestern steht die ganze Stadt Spalier und der Chor singt seit 6 in der Früh und die Kinder winken over vom Balkon und die Dirndln von die schönsten Tieren wollen an. Weil der Mike is in town. Die Schützen schießen Pausen, los Salut. Der Mann am Händel Gröller schürt die Glut. Girlanden schmücken jeden Gartenzaun. Und gratis fahren heute Taxis, Bus und Bahn. Weil der Mike is in town. Die Feuerwehr dort Brote streichen. Die Gruppis gängen über Leichen. Der Pfarrer weiht noch feierlich die Bühne ein. Das Wipzel zahlt die Reikerheier. Der Pfarrer und der Hermann Meier schneiden Sekt und Wachteleier ein. Das Bundesheer ist ausgerückt mit mehr als 1000 Mann. Die Hund von der Security können super gefährlich schauen. Der Medikopter 112 fliegt so oft er kann, denn in Ohnmacht fallen in einer Tour die Frau. Weil der Mike kommt in wenigen Minuten mit dem Postbus, mit neuen klimatisierten Niederflur, mit Balkon und Klo an. Am Hauptplatz steht der Bürgermeister, verfreit sich auf die Erdenschmeister. Herr Supancic, dass ich das noch erleben darf. Wollen's, bevor's zur Bühne gängen, nicht schnell noch meine Tochter schwängen. Die ist schon seit der Volksschule auf sie scharf. Und meine Frau hat alle CDs von ihnen. Und mein Bub schneidet sie wegen ihnen, nicht die Haare. Da werden heute wieder die Tränen rinnen. So was Tolles kommt im Leben noch einmal vor. Und das hört nicht auf bis zum Morgengrau. Weil der Mike ist heute für euch in town. Ja, ich fahre jetzt meine Auftritte immer mit dem Zug. Und wenn ich weiter wegfahre, dann will man gern so einen Liegewagen. Das taugt mir total, so ein Liegewagen, das ist wie russisches Roulette. Du weißt nämlich nicht, mit wem wirst du heute die Nacht verbringen. Und in Graz war ich das erste Mal im Abteil, da sitzt so drinnen, die Tür geht auf, er kommt einer, das werdet ihr mir sicher nicht glauben. Grüß euch, ihr Säcke! Der DJ Ötzi. Das ist der DJ, der Ötzi, der, mein, Entschuldigung, Herr DJ Ötzi, sag mal, macht es Ihnen was aus, wenn ich mir bitte ans Zeh nehme? Wie ist der Platz oben in Fortrichtung, da liege ich nämlich so gern. Da kommt man so glas zu den Schalter von Heizung und Licht zu.
Schönen guten Abend hier im Liegewaggon. Sind wir gut drauf? Der Grönemeyer. Bist du neisch? Das könnte aber heute eine unruhige Nacht werden. Der fuchtelt die ganze Zeit mit den Händen herum. Das ist auch nicht gerade der Unnervöseste. Nochmal ist der Dritte, der jetzt reinkommt, weil es einer, der ein bisschen Ruhe einbringt in den nervösen Haufen. Leg, frag mich nie draußen am Mistgewürg gestraft. Das hat Zeit gekostet. Da wird es ins Abteil eine Ideallinie der Wuschen. An 6-30, an 7-30, an 8-30. Ne, persönliche Bestmarke. Grüß euch, ich bin's, der Armin. Kann ich bitte ans C haben? Ans C hätte ich es einmal für mich schon reserviert gehabt. Ja, das werden wir erst sehen. Das hängt nämlich davon ab, ob sie A, die Latte finden, B, überhaupt aufgekommen, C, das Bett ihr Gewicht überhaupt aushaltet oder D, ob sie überhaupt vor mir um sind. Schwierig. Ich glaube, da nehme ich den Telefonjoker. Hallo Karin, servus, ich bin's. Ja, schon davor, ich bin da beim Armin Assinger. Ja, wirklich, die Millionen, ja. Mein Gott, Herr Assinger, wenn es vielleicht ein paar Worte sind, glaubt es mir nicht. Herr Christian, Frau Karin, na, wie geht's immer so, ha? A, eh gut. B, danke, man lebt. C, wie die anderen wollen. Oder D, wer lost den Fragen? Also, nehmen wir B, danke, man lebt. Sind Sie da doch ganz sicher? Na, so gut, es ist nicht eh gut. Es ist auch nicht wer lost den Fragen. Es ist B, danke, man lebt. Gratuliere, haben Sie das gewusst oder haben Sie geraten? Und währenddessen habe ich ganz unauffällig meine Tasche und meine Gitarre auf ans Tee gelegt. Und dadurch war ich dann auch derjenige, der das Licht abgedreht hat. Gute Nacht, Herr Grönemeyer. Gute Nacht, Herr Tschötschi. Gute Nacht, Assi, schlaf gut. Gute Nacht, Supancic, alter Slowene. Ach, mir ist das angenehm, mit so richtig vernünftigen Leuten in einem Liegewagen. Menschen fahren im Zug. Muss so viel denken. Das Bett ist viel zu schmal. Muss mich so verrenken. Kommt's, Burschen, sing mal, was du mit der Besei schlafen können. Vollgas, Vollgas, die ganze Nacht noch Vollgas. Vollgas, das ist eine gute Idee. Und mit Vollgas sind wir schon unterwegs Richtung Schikane, Bruck an der Mur. Und jetzt geht's auch wieder das Gletschstiegel Richtung Leoben. Total verschwitzte Laken. Polster triefend nass. Hör schon das Gummienchen quaken. Oma spielt den Kontrabass. Ui, da fuhren sie, der Bahnschrank ist nicht zu. Und sind wir schon drüber über das Moped. Aber Gott sei Dank keine Zeit verloren. Jetzt stehen wir sehr gut auf der Innenschiene. Der Lokführer, das ist ein wilder Teufel. Der lässt sich da rein in die Kompression. Um Gottes Willen, jetzt mal fast eingefahren, da bei einem Hochspannungsmosten. Krähen unter Hochspannung. Menschen auf der Sinnen. Wenn das wollten. Abgenutzte Schienen. Dumm, dumm, dumm. Ja, bist du deppert. Also nach der Zugfahrt habe ich mich sofort daheim hingesetzt und habe ein Eisenbahnmusical geschrieben. Das erste Musical, das nur aus einem einzigen Lied besteht. Und das habe ich auch schon fertig. Kein Surfen ist am Häusl und kein Klopapier ist da. Riding on an ÖBB train. Bist du vorschein, hat der Matt was ausspuckt, fährt der Zug schon. Riding on an ÖBB train. An der Kasse zwei Japaner quageln schon eine Viertelstunde. Riding on an ÖBB train. Ein Pensionistin kauft eine Vorteilskarten für einen Schäferhund. Riding on an ÖBB train. Um einen Sitzplatz muss die raffen und das Wasser teuer kaufen und die Klimaanlage ist schon wieder hin. Vis-à-vis hab ich einen Bläden, der hat niemand sonst zum Reden und sein neuer bester Freund, das bin jetzt ich. Das wird eine lange Fahrt, das wird eine lange Fahrt. Der Schaffner gibt keine Zeitung her, das sind für die erste Klasse. Riding on an ÖBB train. Am Gang 16 Rapidler, fahren sie auf ein Bergschnass. Riding on an ÖBB train.
Nach 10 Minuten sind wir schon eine halbe Stunde zu spät. Riding on an ÖBB train. Der Schaffner rät uns ein, dass da das eh noch aufhündet. Riding on an ÖBB train. Der Mistkübel ist voll und die Schiebe, die ist hin. Der Maumenwagen fährt mir immer gnie. Aus dem Heisel nebelt's aus, weil Gott wieder einer schickt und die Rapidler sind schon längst beim 8. Bier. Es wird eine laute Fahrt. Es wird eine laute Fahrt. Zwei Schulgassen aus Mödling bocken Jausenpotte aus. Riding on an ÖBB train. Und huchen dazu Hip-Hop, Heavy Metal, Punk und House. Riding on an ÖBB train. Jetzt war es endlich gemütlich, lass der Schäferhund und Schaß. Riding on an ÖBB train. Und am Gang im der Rapidler mit dem Jägermeister-Gas. Spabbing on an ÖBB train. Der Schaffner redet Englisch, weil Deutsch kann das nicht sein. Der Schäferhund, der drin steht mein Kaffee. Ja, wo kriegt man sonst ein Obenteuer um so einen Preis? Von Adnan Buchheim bis nach Zoll am See. Das ist eine geile Fahrt. Das ist eine geile Fahrt. Alright, then on an ÖBB train. Ja, wenn man so das ganze Jahr mit dem Zug unterwegs ist, so wie ich, da lernt man die interessantesten Leute kennen. Oft aber ziemlich frustrierte Leute. Ich hab ein greite Herz am Hosenboden und ein Dartpfeil im linken Ohr. Rotes Juckpulver zwischen Chin und Hoden. Denken kann ich ja schon immer klar. Ich bin ein Alien, bin ein richtiges Alien. Ich bin Deutschlehrer in Murau. Dwedip, dwedip, papaladadadip. Ich bin Deutschlehrer in Murau. Dann triffst du aber im Zug auf die Leute aus der Wirtschaft, die irgendwas andran wollen. Letztens zum Beispiel komme ich noch ein Rauchen aus dem Klo raus. Steht so ein Typ von mir und sagt, bist du mal hungrig und allein? Es muss nicht immer nur ein Aktimälchen sein. Stopf auch kein Obst in dich hinein. Lass Gemüse und links gedrehtes Wasser sein. Ich hab was für dich, das fährt dir viel mehr ein. Der ungekrönte König aller Snacks ist immer noch mein Leberkäse. Der schmeckt den Kindern und den Indern und dem Blinden und dem Türken mit dem Fes. Ob von der Bute, ob vom Pferd, vom Rind, vom Schwein, das kann doch schnurzegal dies sein. Es kommen ohnehin von allen Tieren nur für dich die besten Resteln rein. Ob Klauen, Augen, Pfoten, Haare, Ohren, Schmalz, ob Innereien. Die färben wir für dich ganz appetitlich mit der Lebensmittelfarbe ein. Dann trifft man im Zug aber oft regelrecht gefährliche Leute. Ja, ich bin Schläfer von Beruf, ein dreifach hoch, dem der das goldene Handwerk schuf. Soll irgendwo was explodieren, soll ich jemanden entführen, zu jeder Nacht- und Tageszeit, sterf ab, ruf ich bereit. Ja, ich bin Schläfer von Beruf. Ich hole mir bei einem kleinen Jet das bombenbauende Hauschen aus dem Nett. Die schraube ich mir an den Schuh, einen Bekennerbrief dazu, doch statt der Explosion, da bleibt es völlig starr, denn ich vergaß den gelben und den blauen Draht. Ja, ich bin Schläfer von Beruf. Es lebe aller, der dies goldene Handwerk schuf. Ganze Dörfer zu versengen oder Schulbusse zu sprengen, jeden ungläubigen Schuft sprang sofort ich in die Luft, denn ich bin Schläfer von Beruf. Neulich baute ich einen Sprengsatz atomar. Vom Bauplan her, da war mir alles klar. Ich legte sie zum Stephansdom, machte auf mich und davon. Es machte leise Blopp und ich zwar hin. Ich verwechselte Uran mit dem Urin. Ich bin Schläfer von Beruf und zweifle oft, ob man nicht für das Handwerk schuf. Wenn ich im Namen von Herrn Aller mich so durch die Gegend baller, komme ich zwar nicht nach Valhalla, doch es ist ein echter Knaller. Ich krieg im siebten Himmel eine tolle Gruft. Am besten wär's, ich spreng mich selbst gleich in die Luft.
Ja, jetzt lassen wir mal meine Zuggeschichten. Ich habe unlängst wieder einen Auftritt gehabt in meinem Lieblingsbundesland, nämlich in Kärnten. Und zwar in Tschlantschen an der Glantschen. Das kennt ja jeder, ne? Das ist ja bekannt wegen dem Strankerlandmuseum. Also auf Deutsch Fisulenmuseum. Sonst gibt es dort eh nichts. Ne? Habe ich vom Auftritt noch ein bisschen was gegessen, habe ich so einen Verdauungsspaziergang gemacht. Und komme ich bei diesem Fisulenmuseum vorbei und stellt sich vor, sehe ich da so lustige Kärntner, alle mit so einem Plastiksackerl am Kopf, wieder da in das Museum eine verschwinden. Und ich habe mir gedacht, nichts wie nach, schau ich mal an, was da los ist. Nicht? Und stellt sich vor, war ich da plötzlich mitten in der Jahreshauptversammlung vom Kärntner Ku Klux Klan. Liebe Klanbrüder, liebe Ku Klux Burmalan, wir vom Kärntner Ku Klux Klan sind ein Klan, wie kein anderer Klan. Wir sind mal der einzige Klan auf der ganzen Welt, der noch ein Klan ist. Klan, wo. Genau heute, vor einem Jahr, haben wir uns gedacht, tun wir was, machen wir was, aber was, was einen Sinn macht. Zuerst hat er, möchte jetzt keinen Namen nennen, gemeint, gut war er dat, uns was gab er dat, uns wo brennen dat, dass wir kommen dat und löscht. Aber dann hat ein anderer gemeint, Planschnick, du Trottel, das gibt schon. Dann ist die Idee entstanden von der ersten europäischen Städtefeindschaft zwischen uns und Judenburg, was aber ein totaler Flop war. Planschnick, wenn man die anschafft, aus Judenburg Asylantenheim zum Leichten zu bringen, dann hast du es nicht, dass du hunderte Meter Weihnachtsbeleuchtung daherzahlen sollst. Aber auch einige schöne Erfolge können wir aufweisen. Da wäre mal unser erfolgreicher Brandanschlag auf den Kondomautomaten beim Inder in Fak am See. Und in dem Zusammenhang ein anonymer Anruf bei der Gendarmerie, die daraufhin einen Asylanten ausforschen und abschieben konnte. Allerdings hat der anonyme Anrufer, dessen Namen ich hier nicht explizit nennen muss, bei der Gendarmerie mit den Worten, falls noch was ist, seine Handynummer hinterlassen. Und überhaupt Planschnick, einen Molotow-Cocktail, den trinkt man nicht, den schmeißt man. Aber das Essen beim Inder scharf war. So sei es wie es sei, wir kommen jetzt zu unserem alljährlichen Kulturprogramm, dem Geildoller Bircher abwatschen. Ich übergebe der Watsche Gerhard Roth, eine Unterkärntner Haustätsche für Elfriede Jelinek. Ich übergebe die Karikaturen von Manfred Deix und Gerhard Haderer dem Ohrenreiberl. Ich verhänge über die Schriften von Thomas Bernhard den Lobo und Dola Schläfenspitz. Stopfe die Literatur von Gerd Jonke in die Duba von Kolanschnik Beta. Und jetzt zum Abschluss haue ich noch die Bände von Österreich 1 und Österreich 2 von Hugo Bortisch auf den Fetzenschädel von Gerolf Planschnik. So, das war's für heute. Wir sehen uns nächsten Freitag beim heiteren Ortstafelanwieschern in St. Kanzian. Und vergesst mal bitte nicht die Plastiksackerl an Oberluren, damit man am Heimweg nicht wieder einer da stügt. Sie müssen sich vorstellen, die Tür fliegt auf und einer stürmt der Rudel Börsenmakler und die fressen alles weg wie die Heuschrecken und krölen drauf los. Jimmy Brown, der war bei Lehman als CEO gut etabliert. Als er dann nach Übersee kam, hat anfangs alles funktioniert. Fanny Mae, so hieß das Mädchen, das zum Risiko intrieb. Und so nennt er das Lenkrädchen, das vom Aston Martin ihm noch blieb. Resi, ich hui dich von der Börse, oh. Resi, wir setzen uns nach Jersey, oh. Schau, dass keines Telefon abhucht, weil seit heute wird man gesucht.
Meine Boni sind over the ocean, auf einer Insel und die gehört jetzt mir. Meine Kunden liegen flach auf der Goschen, mein Geld ist gewaschen, was kann ich denn dafür? Sag mal, von wo kommt ihr denn her? Aus der Karibik, bitte sehr. Ja, was habt ihr denn dort gemacht? Dein Geld ordentlich durchgebracht. Ja, wie habt ihr denn das erreicht? Ach, das war mit Swaps ganz leicht. Wie erklär ich das jetzt meiner Frau? Das wissen wir auch nicht genau. Hedgefonds, Hedgefonds, Sempre, sempre, wer hat die Dividende? Du! Sempre, sempre, gib her meine Prozente, du! Dax, das war sein letztes Wort, dann blies er sich die Birne fort. Und als er vom ATX erfuhr, sprang er noch von der Kirchturmuhr. Belogen, betrogen, bestohlen, beschissen, besudelt, bedackelt, beglaut. Begrassert, beelsnert, beflöckelt, bemeindelt, beblümelt, bebahrt, beraubt. So, und jetzt alle mal stehen bleiben. Wenn 700 Milliarden als Hilfe nicht reichen, trifft's jeden. Dann kannst du von deiner Rente grad mal bis zum 15. leben. Hast du nen Frankenkredit, ist es besser, dir die Kugel zu geben. Wenn du sie dir noch leisten kannst. So, und jetzt alle mal aufschließen. 1000 Mann kaufen einen Fonds. Einer rennt damit davon. So, und jetzt alle mal aufstellen. Die letzten Jahre waren sehr schön. Auch in den Büchern schien's zu stehen. Jedoch die Bücher waren frisiert. Und so ist es dann passiert. Keine Kohle in Athen. Liquidität auf Wiedersehen. Stattdessen knete aus Berlin, Brüssel, Amsterdam und Wien. So viele Mäuse für Athen, Portugal und Spanien. Die Spekulanten hatten Glück und wir anderen zahlen's zurück. Doch jetzt geht's los, die Kurse steigen wieder, die Banken werden saniert, für Soziales gibt's kein Flieder. Und der kleine Sparer kassiert schon wieder 0,000001 Promille. Bist arbeitslos, dann sei ein bisschen stolz, in Kurzarbeit hast du mehr Zeit für den Garten und fürs Holz. Und platzt die nächste Blasen, dann nehmen wir das gelassen. Auf geht's zum nächsten Spiel. Euer Stocks, Nasdaq, Dow Jones. Ja, wenn immer mehr Leute immer mehr Geld haben, dann ist es ja auch gut für unsere Wirtschaft. Das sieht man ja zum Beispiel in den Skigebieten. Und die russischen Oligarchen. Reiche Russen in Hinterklemm hauen die Hotelbar nieder, trotzdem sind sie gern gesehen. Denn sie bringen urviel Flieder, einer schifft hinab vom Dach auf ein Mutterl mit 12 Dioptrien. Doch er ist ein Oligarch, dem hat man das schnell verziehen. Ja, der
Ivan spuckt am Divan und dann übern ganzen Tisch. Dann gibt er dem Danilo 2-3 Kilo und sagt Wisch. Die Ludmilla trinkt den Killer und die Floschen schmeißt sie ins Eck. Leider trifft's dabei den Könner, doch der freut sie übern Scheck. Bleiche Russen in Gastein speiben auf die Rodelbahnen, man riecht's hinüber bis allein. Doch man tut sie nicht ermahnen, einer schießt mit seiner Glock den Pfarrer an den Bad Gasteiner, aufs Anzeugen hat keiner Bock, denn er kennt den Haselsteiner. Jetzt geht's rein zum Juwelier Goldhauser, kauft 10 Rolex und einen riesigen Brillant. Dann kauf ich vom Goldhauser des Hauser und den Skilift und die Hitten und das Halmbad und die Sauna und die Disco und die Skischuhe und den Hof von seiner Tante. Zürslech, Ischgl, alle haben Freude damit, jeder macht einen Superschnitt, alles zahlt der Russ. Der Tourismusverband, der mit der vollen Ferien in Moskau und Sibirien, bald kommt der erste Bus. Ho, ha, ho, ha, ho, ha, hey, ho. Nur heran, kommt's mit euch eine ganzen Sippe und zerlegt's die Kindergrippe. Jeder, wie er kann, randaliert's beim Pipper drinnen, schwängert's die Kassiererinnen, verwüstet's die Toiletten, ho, 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 ho. Beim Kicker um die Betten, ha, 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 ha. Macht's dem Hausmeister sein Katzerl kalt. Hauptsache ist der Rubel rollt. Einer der schönsten Nebenerscheinungen in meinem Beruf, das ist ja, wenn man armen Menschen ein bisschen helfen kann. Und einer der schönsten Auftritte diesbezüglich, das war Weihnachten, Landeskrankenhaus Graz, Intensivstation. Sie hat der Herr Primar höchstpersönlich 10% von seinem Weihnachtsgeld gespendet, damit man mir meine 48.000 Euro Gage zahlen hat können. Ich möchte gar nicht wissen, was der Primar sonst noch alles gespendet hat, weil ich war nicht der Einzige, der dort auftreten ist. Ich sage nur Toni Marschall, Ivo Robic, Cindy und Bert, Marianne und Michael, Heinz und Claudia, Egon und René, Gustl und Gustl. An jedem Bett ist irgendein Star gestanden und hat irgendeinen Kranken angesungen. Das glaubt ihr, wie sie die gefreut haben? Im Koma. Kalkutta liegt am Ganges, Paris liegt an der Seine. Und dass du Lungenkrebs hast, liegt an den Parisien. Rom, das liegt am Tiber, Shanghai am Yangtze-Kiang. Und du bist schlecht versichert, drum liegst du hier am Gang. Peter träumt von Caracas und frischen Ananas. Jedoch sein Internist, der sieht ganz anders das, anstatt nach Caracas, der Peter wird ganz blass, kriegt er ein Herzbypass und einen Adelass. Oje, oje, was ist denn das? Endlich in Pension, dann passiert sowas. Oje, oje, das ist schon krass, Penicillin statt Ananas. New York, das liegt am Hudson und Bruck liegt an dem Moor. Aus beiden hast du trunken, drum hast du jetzt die Ruhe. Weine nicht, wenn dein Darm durchbricht, Darm, 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 Darm. So viel kostet dein Neuer nicht, Darm, 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 Darm. Arm und Bein und Leiste bricht, nur nicht unsere Zuversicht. Alles, alles kriegst du neu, von einem Kind aus Paraguay.
Hossa, Hossa. Du liegst hier schon seit Wochen wegen dem grünen Star. Dass du Bein amputiert bist, liegt am Rausch vom Herrn Primar. Ah, Souvenirs, Souvenirs. Kommt die Leute, baut sie ein. Vom Rieselsaft von einem Milz und ein Spenderherz vom Schwein. Von der Kuh das dicke Euter, besser noch als Silikon. Und vom Spatzen einen Schädel für die Gehirntransplantation. Da sprach der alte Häuptling der Insuline. Hoch ist der Zucker, schwer krieg ich nur Luft. Uff! Am Tag, als Viagra kam, heiß ersehnt für stundenlang. Ab da hatte er eine knallrote Gürtel raus. Die krieg er nimmer los, so riesengroß. Es wird eine Vene aufreißen, die reißt gleich hinauf bis zum Herz. Zum Assistenten sagte der Herr Dozent, warum liegt dem eins ein Kassenpatient? Lieber Freund, Sie wissen doch, dass es ein Fehler war. Ist das jetzt klar? Da meldet sich eine Schwester dezent. Wir hatten keine andere Wahl, Herr Dozent. Ja, hätte man ihn denn in den Garten stellen sollen mit seinem Bett? Ja, warum denn nicht? Und Ihnen möchte ich noch einen kleinen Tipp geben. Studieren Sie mal, bevor Sie bei uns mitreden. Es ist halt auf der Welt so, dass nicht alle Menschen gleich sind und unterschiedlich reich sind und manche gar ein Scheich sind. Die Armen liegen auf dem Gang, bis andere erleich sind. Und wenn sie nicht zu bleich sind, dann kriegen sie noch ein Bett. Oder vielleicht ist es schon spät, ich muss jetzt zu einem Bankett und will nicht, dass wer blöd rett. Das Leben ist nicht ein langes, es ist ein schnelles Ding. Bald seid ihr über dem Ganges, wo ich dann für euch sing. So, ich glaube, es ist eine gute Zeit für ein bisschen was Ruhigeres, ein bisschen was Besinnlicheres. Genau die richtige Zeit für ein kleines Liebeslied. Du bist die einzige Frau, neben der ich Bullis lassen darf. Und auch die Rotzglocke im Winter stört dich an mir nicht, das finde ich an dir scharf. Und auch die Kreuzfahrt zu deinem 40er verbrachte ich an der Cocktailbar. Doch du liebtest mich nach 5 Manhattan, 7 Mojito, einem Headbanger, 6B52, als ob's für uns das erste Mal war. Ich liebe dich, sei dir gewiss, wenn du mich verlässt, dann nehme ich Gift. Alles in allem kann ich sagen, du bist für mich so toll wie Furzen im Lift. Du bist die Erste, die mir sagt, wenn ich beim Essen rülpse, lass es raus. Und als ich weinend vom Casino kam, verkauftest du von deinem Großvater das aus. Als mein Rivale in der Firma diesen Unfall hatte, warst du mein Alibi dafür. Warum soll dies als Band von Beate Use dir vermitteln, du gehörst zu mir. Sind auch die Socken und die Unterhosen, die ich trag, versieft. Alles in allem kann ich sagen, du bist für mich so toll wie Furzen. Im Lief. Furzen im Lief. Und Nasenbohren und das Ohrenschmalz aufstieren macht mich frei.
Du stehst daneben, siehst mich an und lächelst still dabei. Ich war mit vielen Frauen schon zusammen, jedoch immer nur für einen Tag. Dann haben sie mich stets verlassen, weil ich meine Freiheit einfach zu sehr mag. Dass auch für mich die eine kommt, die alles an mir liebt, hat mich verblüfft. Ich lass dich niemals gern. Du bist für mich so toll wie Furzen im Lied. Ich bin unlängst wieder mit dem Bus von Ungarn nach Österreich gefahren und da wieder totale Masern gehabt. Ich habe einen Bus erwischt mit einer österreichischen Wirtschaftsdelegation. Einer zum Beispiel, der ist drinnen gesessen, der dürfte gerade vom Friseur kommen sein, der hat so ein Plastiksackel am Kopf gehabt, damit seine Haare ja nicht nass werden. Ich komm gerade aus Gier, von einem Modefriseur, der hat gesagt, dass jede Frau stöhnt, wenn man die grauen Haare schwarz tönt. Oh, gar nichts ist passiert, wie sie sich sagt zu mir. Schuhe passt der Peter, schaust aus wie ein zugraster Neger. Jetzt kennt dich ja jeder mit dem Helm wieder das Wader. Schuhe passt der Peter, hoffentlich kommt heut kein Wader, sonst rennt die schwarze Fetten wie ein Bach über die Koteletten. Hinter dem ist eine Frau gesessen, die war über den ganzen Körper einbandagiert. Ich komm grad aus Hewisch, mit Lippenwagen und Popschal, so wach wie bei den Babys. Nur bei der Oberweiten, da hat er sich vermessen. Da hat's mich wegen Übergewicht, der über den Stirn da stößt. Bald kommt er auf den Baum weg und dann bin ich sexy. Die Barbie ist gegen mich ein Hex. Heute noch eine Mutter, morgen ein junges Puppel, neidisch wird sogar mein Ex. Aber keiner hat mir gesagt, wenn's dir die Kopf hat hinter die Klemmern, dass dir dafür die Augen wie bei einem Schwertfisch wieder kämen. Leider kann's passieren, wenn den Hals sie dir verlängern, dass dir dafür beim Dekolleté die Runzeln aus sie hängen. Aber ich will mich nicht blamieren, muss sanieren und reparieren und mein Umbau ewig weiterführen. Total beeindruckt war ich von einem Mann, der war regelrecht das Gesamtkunstwerk, am ganzen Körper überall Tattoos. Ich hab einen Hirsch am Kopf und überm Arsch ein Geweih. Auf meiner Wampen fuhr das Segelschiff vorbei. Über meinen Nasen tanzt eine Zigeunerin, ein durchbohrtes Herzerl unterm Doppelkinn. 18 Totenschädel über'n Körper verteilt und ein Weihnachtsbaum, auf den Blut überschneit. Mein Rücken ist mit einer Kobra verziert, auf jeder Knierscheibe ist ein Elvis eingraviert. Nur mein linkes Ei war halt noch frei. Und alles hier sollte ich noch tätowieren, aber mir fällt nichts ein, was ich später nicht bereue.
Vielleicht pick ich mir das Gesicht vom Alapa, aber wer weiß, ist denn 10 Jahren noch ein Star? Wenn ich das Hirntattoo mir an Schweinsbraten nimm, ist blöd, wenn ich später Vegetarier bin und ein Salatplatten mit Mayonnaise und Ei. Du genierst dich als das Angel vor der Polizei. Auf einmal haut einer einen Schweizer Krocher zum Fahrerführer und schreit in einer durch, hehe. War das der Vorsitzende der Hönigsberger Faschingsgilde? Der Prinz Scherzinand von Gaudadien, der Lustigste. Der kauft in Ungarn nämlich immer billig die Scherzartikel ein. Vom März bis Jänner ist so fad. Im Mürztal in der Steiermark, man tut sich gegenseitig leid, aber dann im Februar wird's arg. Das ist der Hönigsberger Fasching. Pass auf, dass dich es dort vor Lachen nicht zerreißt. Und erst der Riesenfaschingskrapfen kommt von Nasching. Sogar das Kindberg ist ein Witzbold angereist. Der Apotheker geht zum 10. Mal als Imker. Der Wirt verkleidet sich als Hotelier. Der Pfarrer geht als Panther, als ein Pinker. Und alle 10 Sekunden schreit jemand, höhö. Vergiss Venedig, Mainz und Rio de Janeiro. Jerry Lewis, Charlie Chaplin und Bob Hope. Der Bürgermeister gibt einen Schuss mit seinem Quer-Oh. Nur in Hönigsberg, da spült sich's wirklich ab. Es ist ja allgemein bekannt, dass Männer nicht besonders gern einkaufen gehen. Aber es gibt einen Ort, da gehen sie immer gern hin, nämlich ins Lagerhaus. Der Ladadeiger steht schon in der Garage und die Tuyen sind schon gegossen. Es ist schon in dem März so ein Blamage, wir haben den Swimmingpool noch nicht eingelassen. A blub, 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 yeah, yeah, blub, 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 yeah, yeah. Am 1. April werfen wir an die Grilla, alle bei uns in der Gossen. Ich schreib auf einen Zettel, wo sie will, sonst bin ich später da schossen. Ui, 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 yeah, yeah, ui, 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 yeah, yeah. Wir brauchen Grill und Zinder, Holzkohlen, Spiritus und ich weiß, wer das für mich hat, da. An Gelsenspray natürlich von Dus, weil am schönsten ist die Gelsen als ein Dota. A C, 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 yeah, yeah. ZZC, yeah, yeah. Wir fahren ins Lagerhaus, wir fahren ins Lagerhaus. Anders, wo sind nur Versorgerzaus. Am liebsten war man mit dem Lagerhaus. Ich trag als Zaus. Du kriegst dort Flutlichtanlagen fürs Gitterbett. Unterdichtung, wenn's heißel ist, Grona. Naturmatone, nur geschnitzt sind's noch nicht und der CD von Brunner und Brunner. Schalalalala, yeah, yeah. Schalalalala, yeah, yeah. Es gibt Alarmanlagen, die niemanden stören, zu bedienen für jedes Jobal. Ein Halbmast für den nächsten Segeltörn und in Armin Assinger sei Jobal. Sche, 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 yeah, yeah. Sche, 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 yeah, yeah. Ich triff im Lagerhaus, ich triff im Lagerhaus den Plattenwalter mit 10.000 Bauernschmaus. Ja, der schaut auch ziemlich mager aus, ohne Lagerhaus. Am Wogenheber fließen Klepper, Lagerhaus. Ein Presslufthammer, Chappi, Schepper, Lagerhaus. Ein Nägelschrauben, Nieten, Typel, Lagerhaus. Schnaps aus 50 Liter Kübel, Lagerhaus. Ein Lagerhaus, du bist so funky, Lagerhaus. Ich bin ein Lagerhaus, Junkie, Lagerhaus. Nimm einen Kredit auf bei der Reika, Lagerhaus. Brauch kein Marihuana, kein Jamaika, Lagerhaus. Wir fahren ins Lagerhaus, wir fahren ins Lagerhaus. Der Adiara, I und der Kokola Klaus zuzeln miteinander a Kokosnuss aus.
Yeah, yeah, yeah. Wir fahren ins Lagerhaus, wir fahren ins Lagerhaus. Der Adi, der Raffi und der Kokola Klaus schnüffeln miteinander zwei Uhu-Du-Maus und dann taumeln wir zaus. Wanderkasse vom Lagerhaus, da steh ich so gern. Wanderkasse vom Lagerhaus, da möcht ich einmal sterben. Ja, also wenn man sich die Zeiten so anschaut, die brutalen Zeiten, da kann man schon froh sein, dass man in Österreich lebt. Vor allem in Wien, geborgen, vor allem sicher, wie zum Beispiel im 10. Bezirk. Schöner Morgen. Im 10. Bezirk, vor der Haustür der Schlange sind Dirk, aber eh so leise, dass niemand aufgeweckt wird. Schöner Morgen im 10. Bezirk, die Sonne geht auf und durch ein Kuchelfenster sieht man, wie einer sehr alte wirkt. Der Lungenkrebsopa geht im Trainingsanzug Zigaretten kaufen. Seh schon wurscht, weil seit Zeit ist immer da gelaufen. Bissl schauen, bissl leben, bissl einkaufen. Ja, so vergeht die Zeit im 10. Bezirk. Die Schnitzel brutzeln schon beim Chinesen ums Eck. Und im Hinterhof beißt der Terrian Pudel den Schädel weg. Schönen Morgen im 10. Bezirk. Die Sonne geht auf, es tut so wohl, und ein besoffener Vater watscht sein Buben in die Sonderschule. Die Frau Annamirl hat heute schon die dritte Dosenschwäche gekippt, und jetzt schaut's nach, ob's im Euro-Shop was Neues gibt. Bissl stirlen, bissl husten, bissl reden, ja, so ist halt im 10. das Leben. In der Rackstraßen wechselt der Marcel Hirscher-Fan seine Ski. Und gleich vis-à-vis stirbt der Lady Gaga-Gruppe an Bulimie. Und die Leute schauen ganz gierig oben vom Balkon, weil am Räumenplatz verteilt der Lugner heute einen Luftballon. Bissl schnorren, bissl raunzen, bissl in die Hundescheiße steigen. Ja, im 10. hängt der Himmel alleweil voller Geil. Ein Hackmaturant aus Gmunden hat's zu Hause nimmer packt. Jetzt macht ein Zuhälter in der Triesterstraße die Buchhaltung, weil Wien ist anders, haben's am Arbeitsamt gesagt. Und am Keplerplatz zerreißt der Kabarettist, ein Vater, ganz ein unbekannter Blader, vor lauter Zorn ein Plakat vom Josef Hader. Und vorm Tichi rutscht der Jugo auf ein Eismarillenknädel aus. Und bevor wir nicht ausgelacht haben, gehen wir noch nicht aus. Ein Freund von mir, der Tschetschene Tschernčić, der hat in Grinzing einen Heurigen gehabt. Und da sind die 70er auf der Elvis umgeflogen von Las Vegas, zu dem sind Heurigen nur so zum Essen. Gell? In Österreich hat sich der Elvis gedacht, die fällt mir nicht so auf, wenn man die Fresssucht hat. Ne? Das war so die Zeit, wo in Elvis teilweise das Bühnengewandel oft schon zu eng geworden ist, wo beim Singen oft schon so die Knäpfasser geplatzt sind. Are you lonesome tonight? Pff, pff, au. Deswegen haben die Frauen immer so geschrien bei seinen Konzerten. Das war so die Zeit, wo sich der Elvis in der Firma schon zwei so selbstbelegte Pizzen ins Rohr geschmissen hat. Mit so Sperrrips oben und dann Kranzl Extrawurst und vier so Bankerl Geheimratskäse. So in Elvis immer taugt, wenn sich der Käse ein bisschen zirkt auf der Pizza. Und Elvis hat in der Zeit seines Lebens immer ein bisschen einen Wickel gehabt mit seiner Mutter. Also eh nichts Besonderes, so wie Mütter halt so sind. Ne?
Gell, was musst du immer am kalten Stammbaum sitzen, ha? Gell, was, du weißt doch schon, dass es nicht gesund ist, wenn es die nasse Bodehaum auflässt, gell? Gell, was heißt, die Bakimet und die Aspro, das sind ja keine Zuckerl. Das kannst du nicht einfach so hernaschen. Ja, und das hat ihm halt narrisch gemacht, den Elvis. An einem schönen, verregneten Novembertag fahr ich raus zum Tschernschitsch auf ein Blunzen. Auf ein Blunzen. Im Hinterhof wird eine Sau abgestochen und am Wirtshaustisch hast du das Gefühl, du hörst das noch grunzen. Hörst das noch grunzen? Und die Mama schreit, ist nicht so viel Schweinefleisch, wo denk ich mir ans Cholesterin. Hab in der Woche nicht mehr als zwei Reich, weil sonst bist mit 50 schon hin. Bolivar Fetto. Kumba Fetto. Okay, that's all right, Mama. Yeah, that's all right. I will do it for you. I say, that's all right, Mama. Ich nimm mehr die Krammeln und auch keine Preste Wurst. Ich werde niemals vergammeln, trink eine halbe für meinen Durst. That's alright, that's alright. That's alright, my Mama, mach da keine Sorgen. Ich geh ja wieder joggen, eine halbe Stunde am Tag. Da kann ich besser rocken und is nur mehr Rockenbrot. That's alright. That's alright. That's alright, my Mama. Diesmal heute sicher durch. Oh. Ja, dann ist das erste Mal joggen gegangen, der Elvis. Also er rennt mit seinem berühmten Hüftschwung. Da kommt er zufällig so nach 16 Schritt, kommt er bei so einem Buschenschrank vorbei. Er denkt sich, ich schau noch kurz rein. Ich seh nichts, nein, ist nichts, nein, nur. Nur ein bisschen riechen, nur ein bisschen riechen. Habt's es ausgesteckt heut Nacht, wirklich ausgesteckt heut Nacht, hat der Bauer das Fleisch euch schon gebracht, ist die Suppen schon gekocht und das Ferkel schon geschlacht, sind die Knödel und das Gesichter schon gemacht. Ist das Bratel halt knusprig? Ist das Händel im Rohr? Wird heute Abend wirklich aufgekocht? Ist das wirklich wahr? Habt ihr es ausgesteckt heute Nacht? Wirklich ausgesteckt heute Nacht? Wird heute Nacht in der Nacht wirklich gekocht? Oh Gott, I can't believe it. Dann ist aus in die Küche der Elvis und es ist ja klar, dass die in Las Vegas ganz andere Kühlschränke gehabt haben, wie jetzt zum Beispiel in Saalfelden. Man schaut, gleich hoch, gleich breit, aber 12 Meter tief. Da hat der Elvis mal ein bisschen was drinnen gehabt für so eine Notfall. Und die größten Hits von Elvis sind entstanden beim Heigen vom Tschetschenen Tschernschitsch. Und einmal war er mit seiner Frau dort, mit der Priscilla. Da war aber das Schweinsbrüstel immer ganz frisch und den Elvis ist total schlecht geworden. Und er hat gesagt zu Priscilla, muss es denn aus mein Magelein aus, Magelein aus, ich glaub mein Schatz, ich bleib gleich her. Wenn's mir kommt, wenn's mir wieder, wieder. Das haben sie noch ein bisschen umschreiben müssen, war dann sein größter Hit in Deutschland, aber gleichzeitig ein bisschen Anzeichen dafür, dass mit Elvis seiner Gesundheit rapide bergab gegangen ist. An meiner Tür leitet der Postler ein Briefel im Gepäck. Der Doktor schickt die Diagnose und steht zu meinem Schreck. Sie brauchten einen Organspender. Ein neuer Dickdarm aber gleich. Neue Sehnen, neue Bänder. Leber, Nierendl, Hirn und Ei. Sie brauchten einen Organspender. Oder besser deren drei. Weil sonst kriegst du nimmer mehr an Ständer und überhaupt ist bald vorbei. Naja, und das Drama war dann, dass der Tschernschitsch den Heigen zuspielen hat müssen. Und in das Haus von dem Heigen ist eine riesengroße Apotheke reingekommen. Naja, und wie die Geschichte dann letztendlich ausgegangen ist mit Elvis und der Apotheken,
ist, glaube ich, allgemein bekannt. Am Gaumen vorne rechts, ich muss euch sagen, fällt mir ein Plompen. Und unten hinterm Stiftzahn seitlich links stehen auch nur Katakomben. Hinter der Fistel hinten oben, die Jacketkrone ist nicht ohne. Ich sag's wie es ist, mit meinem Gebiss, mir tut mein Mäh weh. Ich war in Brünn, in Budapest, in Bratislava, sogar Haia, doch nur bei uns ist der Dentist so furchtbar teuer. Ich hab heut gesungen, mein bestes Game, gespickt mit Weisheit aus meinem Leben. Ich war eine Stunde nicht am Klosett, obwohl das kennt's mir glauben, ich müssen hätt. Ich hab einen Hunger und einen Durst, ich hau jetzt ab, mir ist alles wurscht. Ich geh jetzt zu Haus und jetzt ist aus, weil mir tut mein Mann. Dankeschön.